Martina Bachmann nach dem dritten Schießen immer noch auf Rang 2 gehandelt, hinter Anna-Karin Sidek. In der Oberschenkelmuskulatur. Die Erschöpfung kommt natürlich auch dazu. Sie hat schon 12 Kilometer in den Beinen. Tina Bachmann, und die Kameras schwenken um zu Helena Eckholm. Ihr drittes Schießen. Wieder aus der Mitte nach links. Sehr, sehr schnell. Viel, viel schneller als Anna-Karin Sidek. Und fehlerfrei. Jetzt macht sie Bodenfolge. Bislang. Wer nachtragen kann, bei Tina Bachmann ist es bei 2 Fehlern geblieben bei diesen letzten Schießen, insgesamt 4. Wenn Andrea Henkel jetzt bei diesen 2 bliebe, dann könnte sie ganz vorn mitmischen. Ja, durchwachsener Auftakt, würde ich sagen, für die Erfahrene aus Großbreitenbach nach dem dritten Schießen. 3x0 für Anna-Karin Sidek. Schafft sie noch eine 0, dürfte sie nicht zu schlagen sein am heutigen Tag. Und das sieht so sicher aus, so souverän, als wenn die Projektile von ganz allein den Weg da vorne ins Schwarze finden würden. Sensationell! Tiefe Verbeugung, Anna-Karin Sidek. Das ist mal eine Ansage. Das ist ein Start in die neue Saison. Und das vor heimischem Publikum, das mit diesem Druck, der auf den Athleten natürlich besonders lastet, wenn alle was von ihr möchten, wenn sie selbst natürlich gern vor heimischem Publikum richtig gut auftrumpfen. Die Nächstplatzierte ist fast 2,5 Minuten zurück. Das ist Svetlana Slepcova. Und hier erste Schießen von Sabrina Buchholz. Ja, klasse, großartig, toller Einstand für Sabrina Buchholz, die ja seit Jahren eine, haben die Damen schon in den letzten Tagen beim Training erfahren müssen. Da muss man richtig gut stehen, festen Halt haben. Marie-Laure Brunet, sie jetzt die stärkste Französin, nachdem Sandrine Bailly aufgehört hat, und auch Sylvie Picard. Und auch sie schießt sehr eigenwillig, schießt aus der Mitte nach rechts und dann nach links rüber. Und hat sich einen einzigen Fehler damals geleistet beim letzten Schießen, also hatte fast eine Medaille im Visier. Juliane Döll von einem Spitzenplatz heute leider Gottes sehr weit entfernt, aber mit einem versöhnlichen Abschluss, mit einer fehlerfreien Spur warten die beiden fast gleich auf. Helena Eckholm hat einen Fehler mehr geschossen als ihre Mannschaftskameradin Anna-Karin Sidek. Und jetzt einen zweiten dazu. Bekommt trotzdem den Jubel und die Anerkennung. 2 Fehler Helena Eckholm und Ziel für Andrea Henkel. Drohen von diesem ersten Platz Anna-Karin Sidek. Ein sensationeller Einstieg in die neue Saison, und das war im letzten Jahr so. Da war der Zielanlauf da drüben. Also, Gott sei Dank noch rechtzeitig gemerkt. Jetzt geht's in die Mitte. Ab durch die Mitte, ab durchs Ziel, auf Rang 1. Auch dieser kleine Umweg wird nichts daran ändern. Anna-Karin Sidek, hoffentlich spielen diese verlorenen Sekunden am Ende keine Rolle mehr. Gratulation, Anerkennung für ein herausragendes Rennen. Knapp 2 Minuten hat sie Vorsprung auf die nächste, das ist Svetlana Slepcova. Das ist eine Sensation. In dieser Form ist sie kaum zu schlagen, Anna-Karin Sidek. Also Hut ab. Dickes Kompliment.
Ja, das ist herausragend, das ist klasse. Wer sagt denn da, sie können nicht schießen? Bestätigt die Leistungen aus den 20 Sekunden vor Andrea Henkel. Momentan auf Rang 2, aber immer noch deutlich, deutlich hinter der führenden Schwedin Anna Kalisidek. Marie-Laure Brunet hat sich insgesamt 2 Fehler geleistet. Sehr, sehr stark und überzeugende Anna Kalisidek. Ja, klasse Serie. Aller guten Dinge von den 13, die im Moment im Ziel sind. Hat mit 2 Fehlern begonnen, dann hat sie sich aber prima. Pro Fehler gibt es hier 1 Minute auf diesen 15 Kilometern. Das heißt, dadurch fällt sie zurück hinter Anna Kalisidek auf Rang 2. Sei nochmal wiederholt, im letzten Jahr war sie hier die Siegerin von Östersund und Sidek die Zweite. Jetzt also das Ganze andersherum und es spricht vieles dafür, dass beide am Ende wieder auf dem Podium stehen. Silber dekoriert mit der deutschen Langlaufstaffel. Ja, schade drum, der erste Fehler jetzt. Aber sie liegt sehr gut im Wettbewerb. 2 Minuten schneller gewesen in der Spur. Eine sensationelle Laufleistung von Marie-Laure Brunet. 2 Medaillen hat sie gewonnen bei den Olympischen Spielen, wurde ausgezeichnet vom Kulturminister. Und hier freut sie sich über eine Sensation. Im ersten 20 ist es nur Anna Kalisidek gelungen, alle Scheiben zu treffen. Apropos, Sabrina Buchholz hier heute schon zum 2. Mal jeweils im Liegendanschlag. Klasse Vorstellung bis hierher. Einschießen hat sie noch. Schlag. Und Sabrina liegt wirklich fabelhaft in der Konkurrenz. Jetzt nochmal eine Null und sie könnte eine Top-10-Platzierung schaffen. Und das wäre was. Ah, schade drum. Dieser zweite jetzt war dann doch zu viel. Insgesamt 3 Fehler, genauso wie Andrea Henkel und läuferisch. Und so sieht's aus im Ziel momentan. Beste Deutsche. Jetzt ein bisschen runtergerutscht auf Platz 9, Andrea Henkel. Ein Rückstand von 2 Minuten und 9 Sekunden. Die nächste ist dann Tina.